selber. Dieses Spiel speichert automatisch. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Saints Row 4. Ja, endlich ist es soweit, Junge. Wie lange ich dieses Game runtergeladen habe. Wie lange das einfach gedauert hat, dieses Game runterzuladen. Aber jetzt ist es endlich soweit und wie ich mich darauf freue. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Alter, Hammer. Ich laber auch gar nicht so viel. Ich mache gleich Kampagne, neues Spiel. Im Modus normal natürlich. Helligkeit machen wir mal ein bisschen höher. Na komm, sagen wir mal 70. Weil YouTube, wie wir ja wissen, die Helligkeit immer mal ein bisschen weiter runterschraubt. Oh, Saints Row 4, liebe Freunde. Saints Row 4, endlich. Ich fand die Vorgänger schon richtig geil von Saints Row 4. Und hier haben wir jetzt endlich Saints Row 4. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, aber ich genieße es immer und immer wieder, deswegen. Oh. Man kann dieses Spiel nur genießen. That every now and again a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Yeah. Did he catch that, boss? Mike is dead. Are you fucking kidding me? I'm sorry. I forgot to check the battery because I was busy coordinating an international assassination. Hey, can we go back to the part about this being a setup? It's not a setup. The intel is good. You trust this lady? Asha's one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tied with the KGB. I feel a lot better. Look, Bert and I worked with her too. She's fine. Oh, yeah, I'm sure she's great at putting someone in a fucking body bag. That doesn't mean we should... Showtime. We're 3 minutes behind schedule. We need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry, is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Sean. Asha Odekar, follow me. We're here. Didn't expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy brought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we... Oh, hell. We gotta move!
is not really our thing. Come on, this way. Was ne Hammer-Intro. Der Dave hat auch schon hübsch mitgewirkt. Base, are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests... Hold on. Hide, truck on its way. Wait a minute. Your handler is... Is that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, what the hell? Matt Miller is a brilliant attacker, a venerated agent of MI6, and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying... Hold that thought, Matt. Guards ahead. Ja, und jetzt können wir ja auch endlich mal mitmischen. Wir haben kein Visier noch, das heißt, jetzt zu schießen wäre ein bisschen schwer. Okay, damit können wir das noch. Ich guck mal eben in den Optionen, ob ich zufällig das Visier ausgeschaltet habe. Spiel. Ah ne, bei Anzeige muss ich ja gucken. Oh. Anzeige. Voreinstellung hoch, alles hoch, ja. Okay, dann ist das wohl einfach so gedacht. Ziehen wir jetzt einfach mal mit der Mitte. Ich kann noch nicht mal... Ah, ich muss mit der Hand da rangehen. Das ist auch unserer. F. Und nochmal die Kehle auf. So, jetzt haben wir das Teil. Eine Kugel, ein Toter. Genau so wird das hier gemacht mit den Saints. Und was ein hammergeiles Kostüm wir hier bitte schon haben. Wow. Bombe hatte ich gleich gesehen. Hey, der lebt ja noch. Okay, der lebt schon. So, Kameraden fucken aber auch nicht lange. Werden jetzt kommen die von da? Die kommen jetzt doch sicher von da. Na gut. Hey! Okay, ich geh jetzt ran, ich schnapp mir den. Oh, ich hab ihn erwischt. Immer schön nachladen, wir haben ja gerade immerhin unendlich Munition. Und ich geh mal kurz in die Optionen, denn bei mir... Drunter spiegelt mir gerade die Ohren weg, deswegen mache ich mal die Lautstärke ein bisschen runter. Denn ich weiß jetzt nicht, ob man mich gut hören kann oder nicht. Ja, 80 vielleicht. Oder? Ne, ich mach nochmal. Nochmal ein klein wenig runter. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr mich gut hören könnt. Ich guck mir das dann im nächsten Part, wird dann, falls die Lautstärke so gestimmt hat, wird die wieder so sein. Falls ihr jetzt das Spiel ein bisschen leise hört, ist nur dieser Part. Ich sehe mir dann im nächsten Part, also vor dem nächsten Part, dann diesen Part hier an und kann, damit ich einschätzen kann, ob das jetzt gut war oder nicht. Junge, was läuft hier genau vor mir? Vor mir auch noch. Facepalm. Können wir auch sprinten?
Wir können springen. What? Fuck. Where to now, then? Don't swear. I got you. Er hat alles unter Kontrolle. Every mission has its bumps. You call that a bump? You're alive, aren't you? Okay, da haben wir noch mehr. Die Spielsteuerung ist auf jeden Fall richtig nice. Dachtest du dir so? Da rechts irgendwo haben wir keinen mehr. Ich würde sagen eh, ne? Ja, eh. Dachte ich mir doch. So, jetzt sind wir hier alleine unterwegs. Oh, oder doch nicht? Ich sehe das. Ich spiele übrigens die PC-Version, was ihr schon gesehen haben müsst. Okay, das Wackeln hier hilft nicht gerade gut. Oh, hier oben haben wir noch mehr Charakter. Oh ja, das denkst du dir so einfach. Ich die den Flammen, den Raketenwerfer rauszuholen. Oh, da ballern noch welche. Oh. Lass mich raten. Nein. Nein. G vielleicht? Nein. V. Okay, Granaten habe ich keine Ahnung, wie ich die jetzt werfe. Dann gehen wir mal weiter. Ich finde das Kostüm, das wir gerade anhaben, mega geil. Oh, die haben die schon ausgeschaltet. Dann wollen wir mal. Seid ihr alle bereit? 3, 2, 1. Das haben die sich aber von Call of Duty angesehen. Oh. Ah, oder es ist Shift, es ist Shift, okay. Die ist auch gut organisiert, das Schnitzchen hier. Wie der springt. Ah. Also mit dem Mausrad, wenn ich das Mausrad hier so drehe, können wir normalerweise Waffen auswählen, aber im Moment nicht. Schnappen wir uns! Den Kameraden! Oh, das ist wirklich Assassin-Style! Oh, Tasten-Action, Tasten-Action, Tasten-Action! Nice! Gegen den Boden. Oh oh. Oh. Scheiße. Komm, 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 komm. Weg mit dir. In die Fresse. Und auf den Boden. Oh, da hatten wir gerade einen kleinen Bug. Fritz Cavanossi! Scheiße. Hat uns doch noch erwischt und da ist der Timer. Ich würde sagen, wir sprinten hier noch durch. Washington, what are you doing? Don't you get it? The boss is sacrificing themselves to save
Los, 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 los. Das schaffen wir, liebe Freunde. Das schaffen wir. Runter da. Renn. Yeah. Wir sind dran. Hoch da. Hoch da. Leer, 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 oh. Das war knapp. Beinahe hätte ich Leer gar nicht gesehen, weil ich Dingens hier sehen will. Komm, 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 komm. Ey, 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 ey. Komm, 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 komm. Hammer. Nein, Leer. Wir schaffen das. Weiter, immer weiter nach oben. Elegant ausgewischt. Nein. Nice, diesmal weiß ich, welche Taste ich drücken muss. Und ich habe das große Gefühl, dass wir gerade das letzte Level spielen. Saints Row 4, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr beim ersten Part dabei wart. Ja. Was eine Intro. Und wir wurden bewundert. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Let's Play Saints Row 4. Danke fürs Zusehen bei der ersten Folge Saints Row 4, Leute. Und Alter, was eine Intro. Bis dann.